Ja, da sind wir beim nächsten Booster. Oath of the Gatewatch. Ich bin mal so bei uns durch meine Freundesliste gegangen, habe so überall noch so gefragt, so habt ihr noch Booster oder so rumliegen? Und da hat sich jemand gemeldet, der hatte noch Oath of the Gatewatch und also die nächsten so 10 Booster, die so kommen, sind eigentlich alle von dem. Und ja, deshalb gucken wir uns mal Oath of the Gatewatch an. Da war ja Anfang des Jahres so ein riesiger Hype drum um diese Expedition-Karten, sag ich mal. Ich hab gar nicht mitbekommen, der schon wieder abgefloat ist oder nicht. Ja, gucken wir uns die Karten an. Wir haben hier Corpse-Germ. 2 Mana Instant. Man legt 3 Karten vom Deck auf den Friedhof und bringt dann eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Nicht bad. Dann haben wir Expedition Raptor. 5 Mana 2/2 fliegen, wenn er ins Spielfeld kommt, Support 2. Goblin Freerunner. 4 Mana 3/2 mit Search. Das heißt, wenn irgendein Teammate vorher einen Spell gespielt hat, darf man den für 2 Mana spielen. Das mit dem Teammate war tatsächlich hier so ein Ding. Was echt cool war. Gerade für Two-Headed Giant ist das echt, echt witzig. Und er hat Menace. Slaughter Drone. 2 Mana 2/2 mit Devoid, das heißt, sie hat keine Farbe, obwohl sie schwarzes Mana kostet. Und für ein farbloses kriegt sie Death Touch bis zum Ende des Zuges. Ist Eldrazi, nicht schlecht. Afa Protector. 3 Mana 1/4 Wachsamkeit. Ellie. Bester Kreaturentyp. Reality Hammerer. Was? Hammer Harch. Okay. 2 Mana Instant mit Devoid. Fügt einer Kreatur oder Spieler Any Target 2 Damage zu. Das ist praktisch die 2-Mana-Version von Ghost Flare. Slip Through Space. 1 Mana, Devoid. Eine Kreatur kann nicht geblockt werden. Diese Runde zieh eine Karte. Die ist nicht bad. Netcaster Spider. 3 Mana, 2, 3, Reach. Und immer wenn sie eine Kreatur mit Fliegen blockt, nicht blotcht, kriegt sie plus 2, plus 0. Kultivator Drone. Wie viele von diesen farblosen Eldrazi drin sind? 3 Mana, 2, 3, Devoid. Tappen für ein farbloses Mana und man kann damit nur farblose Sachen spielen, die mindestens farblos brauchen. Okay. Ancient Crab. 3 Mana, 1, 5. Unsere erste Ankam ist Immolating Glare. 2 Mana, Destroy Target, Attack and Creature. Das ist nicht bad. Dann haben wir Yoraga Auxiliary. Wow, die Namen. 3 Mana 2/3 für 6 Mana Support 2. Das ist teuer. Das ist wirklich teuer. Und kommt getappt ins Spiel für ein grünes oder weißes. Tranquil Expanse. Das verstehe ich. Ich verstehe das nicht, warum diese Karten ankamen sind. Aber naja. Und Nissa, Voice of Zendikar. 3 Mana. Oh, Epic. Mythic. Die sieht sogar richtig cool aus. 3 Mana, 3 Marken, plus 1, man kriegt einen 0-1 Pflanzentoken, minus 2, man legt eine plus 1 bis 1 Marke auf jede Kreatur, die man kontrolliert. Minus 7, man kriegt X Leben und zieht X Karten, wobei X die Anzahl Länder ist, die man kontrolliert. Das ist nicht schlecht. Und Full Art Insel und Eldrazi Gion. Ja, das war das Booster. Ist zufriedenstellend und ja, das macht Hoffnung auf die nächsten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexe. Ciao, ciao.